Und hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro und Summer Spark Chronicles mit dem kleinen Lichthag-Test. Wir hoffen ja alle, dass wir hier den Lichthag for free bekommen und nicht nur irgendeinen Transmog oder sowas. Deswegen werden wir heute mal den kleinen Lichthag testen. Für mich persönlich ist er eine PvP-Unit, also im Arena, in der wilden Arena. Trotzdem werden wir aber auch mal in die einzelnen Dungeons mit ihm reingehen. In den Raids persönlich sehe ich ihn jetzt nicht so. Da gibt es einfach andere Heiler, Attack-Buffer und so weiter, was halt den kleinen Hag hier auch ausmacht. Oder auch einen Theon könnte man da auch nutzen. Da sehe ich ihn jetzt persönlich nicht. Aber wir werden ihn hier Arena, wilde Arena und Dungeon testen. Vorerst gucken wir uns aber mal Skills an und die Runen an. Bevor wir zu den Runen gehen, gehen wir erstmal zu den Skills. Was macht den kleinen Hag aus? Ja, er hat auf dem ersten Skill eine Fähigkeit. Und was sagt uns das, wenn Monster auf der ersten Fähigkeit irgendwas haben, ja, und nicht nur angreifen? Dann macht es Sinn, hier auf Tempo zu gehen. Deswegen habe ich auch ein bisschen mehr Tempo als vielleicht bei meinen anderen Monstern. Wir haben hier einen Heal. Für das Monster mit dem höchsten Angriff haben wir einen Heal mit einer Wahrscheinlichkeit, in einer gewissen Wahrscheinlichkeit zumindest, dass wir das Monster die ganze Zeit Dauer healen. Was eine coole Sache ist, 6,1% der Max-HP des Ziels. Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Espino spielen, der einen höheren Angriff hat als vielleicht andere Units in dem Fall, dann würde der kleine Hag mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit dem ersten Skill dauerhaft ihn am Leben halten und heilen. Schauen wir uns den zweiten Skill an. Reduziert die Skill-Abzeit des Beschwörers und wendet Skill-Beschleunigung an. Ja, hier haben wir auch einen kleinen Fehler, weil reduziert die Skill-Abzeit von Monstern um 40%. Habe ich persönlich noch nicht gemerkt. Wenn wir uns das mal anschauen, wir greifen jetzt hier zum Beispiel mal an und haben jetzt hier Skills verwendet. Wir schauen mal auf den Argen. Mit der Kuh passiert da überhaupt nichts mit dem Angriffsbalken. Aber halt bei unserem Beschwörer. Der wird die ganze Zeit voll gemacht hier und bekommt auch Skillbeschleunigung. Die Skillbeschleunigung ist dieses Symbol hier oben, ist ein vorteilhafter Effekt, den wir hier auf uns haben. Und somit sind unsere Skills einfach schneller wieder da. Aber bei den Monstern, so wie es ja da steht, passiert gar nichts. Ja, da ist überhaupt nichts. Wir können hier noch mal ganz kurz in Ruhe gucken. Wir sind jetzt wieder hier voll. Wir können die Kuh anwenden und da passiert gar nichts. Überhaupt nichts. Das ist nur für unseren Beschwörer. Ist, glaube ich, einfach ein Schreibfehler, weil da passiert einfach nichts bei unseren Monstern. Aber gehen wir weiter auf die Skills. Ja, Skillbeschleunigung für 16 Sekunden, wenn man einen Full-Skill-Up hat. Und dann haben wir die dritte Fähigkeit. Wendet Angriff erhöht auf den Verbündeten mit dem höchsten Angriff an. Das heißt wieder vielleicht Espino, einen Argen oder eine Segment oder je nachdem, was ihr mit dabei habt. Und wendet zusätzlich Kontinuierliche Heilung an und aushalten, wenn die HP des Ziels unter einem bestimmten Verhältnis liegt. Also, wenn unser Monster... Wenn die HP des Ziels unter 60% liegt, bekommen wir kontinuierliche Heilung. Wenn das zum Beispiel ein anderes Monster ist, das habe ich zumindest herausgefunden, oder unser Beschwörer ist, der unter 60% HP hat, bekommt unser Beschwörer diese dauerhaften Heal, was echt nicht verkehrt ist. Dann erhöht Angriff für 16 Sekunden, das haben wir auch mit dabei. Wenn die HP des Ziels unter 30% liegt, dann bekommen wir auch noch Aushalten, also diesen Effekt hier auf uns drauf. Das bedeutet, er hält unsere DDs an sich immer am Leben und gibt auch nochmal zusätzlich Attack Buff. Zum Beispiel mit einem Espino zusammen und einem beispielsweise Galeone oder einer Bastet haben wir teilweise 4er-Stacks Attack Buff auf uns, weil er ja auch pro gestrippten vorteilhaften Effekt auch nochmal Attack Buff sich selber gibt. Und plus Hag haben wir einen super Stack hier auf Espino. Aber auch für andere Monster zählt das, die halt Attack-basierend sind. Ob ihr jetzt mit einer Naomi spielt oder ja hier mit der Cassie oder sowas. Je nachdem, wie viel Attack die haben, bekommt er dauerhaft Heal und auch nochmal diesen Attack-Buff. Spielt ihr mit dem Hag, mit einer Orbia, sehe ich den Hag extrem weit vorne. Weil Orbia ist euer DD an sich und mit dem kleinen Hag hält erstens die Orbia gut am Leben und beschleunigt auch nochmal die Skills extra. Was bedeutet, dass wir einfach noch mehr Schaden mit der Orbia rauskennen können, weil die Skills einfach schneller wieder ready sind. Und plus Attack Buff. Also ich sehe den Hag da mit Orbia extrem gut. Mit Cleave trotzdem, mit Kina auch, aber vor allem halt mit einer Orbia am meisten. Gehen wir zu den Runen. Ich habe auf Tempo ein bisschen geruht, habe dadurch nicht so allzu viel HP, muss man wirklich sagen, weil ich auf Slot 2 halt Angriffstempo plus 29 habe. Ich habe nicht so gute Tempo-Runen. Was ich euch aber empfehlen würde, hier auf ein Tempo-Set zu gehen, ob ihr jetzt auf einem Energy-Set geht oder aus einem Ausweich-Set geht,
Das ist ein bisschen euch überlassen. Es liegt ein bisschen an euren Runen. Ich habe hier oben Galaxy-Steine und Bücher, zumindest so weit ich hatte. Das habe ich nicht auf jedem drauf. Immer Angriffstempo hier gegeben. Extra sehen wir hier auch. Hier habe ich nur einmal Angriffstempo und einmal Ausweichen. Und wir sehen auch, ich habe nirgendwo Angriffstempo hier in den Subsets drauf. Es liegt einfach daran, weil ich halt einfach keine Temporunen gefarmt habe. Das sind alles nur, ja, zum kombinierte Runen. Vielleicht habt ihr mein Video zum Runen kombinieren gesehen. Und da sind halt ab und an mal Temporunen hier rausgekommen, auch wenn ich Klingerunen kombiniert habe als Beispiel. Und das sind diese Runen. Ich habe halt nie Tempo in irgendeiner Weise gefarmt. Aber trotzdem bin ich hier ein bisschen auf Angriffstempo gegangen. Ich bin auf HP gegangen, habe darauf geachtet, dass auch immer ein bisschen Defense mit dabei ist und so. Es ist halt auch ein 4-Star. Er ist noch nicht voll erweckt, ja. Da fehlt noch eine Erweckung. Das heißt, da bekommt er noch mal ein bisschen Stats. Aber man könnte hier, wenn man mehr HP möchte, hier auch auf eine HP-Prozent noch gehen. Vielleicht mit Tempo in den Subsets drin. Falls ihr da irgendwie gute Runen habt, mit viel Tempo drin, wäre das auch eine Möglichkeit, um erstens viel mehr Tempo vielleicht hinzubekommen und viel mehr HP. So habe ich den aber jetzt erstmal vorerst für dieses Video hier geruht. Und wir werden jetzt mal abgehen in die gute Arena. Und danach gehen wir nochmal im Schnelldurchlauf durch ein paar Dungeons durch. Lasst uns mal hier in die Arena gehen mit Dover. Wir suchen uns jetzt mal hier irgendeinen Gegner aus. Man kann mit Dover jetzt auch nicht gegen jeden spielen. Also das sollte jedem, glaube ich, bewusst sein. Er ist halt einige Male einsetzbar und manchmal halt leider nicht. Ich überlege, was wir reinnehmen. Wir können Dauer hier mit reinnehmen. Das heißt, wir können hier richtig schön tanky reinnehmen. Wir können auch einen Terror mitnehmen. Wäre auch eine Option, aber dann hätten wir auch keinen Defense Break oder so. Und wir hätten auch keinen Clans gegen den Defense Break von Anavel. Ich persönlich bin jetzt hier aktuell für den Wusa, würde aber Espino hier auswählen und würde den Wusa reinnehmen. Wir könnten auch mit Galeon spielen, wäre auch eine Möglichkeit. Oder wir nehmen Juno. Ja, lass uns doch Juno nehmen. Lass uns Juno nehmen. Wir spielen eine Runde hier mit Juno zusammen. Espino und Dover plus halt Cleave. Und guck mal, was der kleine Dover macht. Also in der Theorie müsste Dover die ganze Zeit unseren Espino hier heilen. Und wir schauen einfach mal, ob das gut funktioniert oder ob es nicht gut funktioniert. Die Segment ist hier schon draußen. Das ist sehr, sehr stark. Wirklich sehr, sehr stark. Unsere Juno hat Kladen hier gelassen, aber ein bisschen zu früh. Ein bisschen zu früh. Jetzt haben wir nämlich die Defense Breaks drauf. Erst jetzt und nicht irgendwie, keine Ahnung, Mann. Aber wir probieren die Anavel hier mal rauszunehmen und zu zerstören. Zack. Komm, nimm sie raus hier. Mach Damage. Cleave. Ab und zu kannst du auch mal Damage fahren. Jetzt gehen wir auf den gegnerischen Cleave hier. Immer schön drauf. Hat auch funktioniert. Ist down. So muss das sein. So und nicht anders. Und wir pushen weiter. Zack. Bumm. Diesen Automodus muss ich mal ganz kurz rausnehmen. Dieser Automodus ist echt schlecht. Wenn das hier drin ist in der Arena. Macht keinen Sinn. Okay, wir haben einen Sieg eingefahren. Ich habe vorhin auch schon mal ein bisschen mit Dover getestet, da ging es nicht so gut. Also bevor ich überhaupt das Video angefangen habe hier zu drehen, da habe ich auch mal die ein oder andere Runde, ich glaube zwei Runden hier verloren. Es war nicht so gut. Also wie gesagt, effektmäßig ist es halt gut. Das ist so eine Schmutz-Defense. Jeder nimmt jetzt diese Defense hier rein. Das ist so, weiß ich nicht. Man kann einfach gegen manche von denen nichts machen. Also ich kann gerne mal dagegen spielen, überhaupt kein Akt. Wir können mal schauen, ob wir da irgendwas machen können oder nicht. Oder ob wir einfach sterben. Ich habe keine Lösung gegen diese Defense. Und vor allem mit einer Kina, mit einer Dark-Waffe ist einfach absolut OP. Du nimmst ein Monster raus, Kina holt sofort dieses Monster wieder. Und wenn du das nämlich nicht machst, dann bist du sofort down. Es ist halt... Also, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen kann, aber ziemlich blöd. Seht euch das an. Seht euch das bitte an, Leute. Seht es euch an. Ich bin an sich schon komplett aufgeschmissen, weil ich meinen DD hier verloren habe. Sie sind einfach direkt auf den DD gegangen. Okay, wir haben das klar dann noch ein bisschen gerettet hier mit Juno. Ich weiß gar nicht, wer wird denn aktuell hier geheilt? Werde ich gerade geheilt? Weil ich glaube, ich habe dann den meisten Angriff. Wir müssten jetzt gleich mal heilen hier. So, jetzt hauen wir mal hier raus. Okay, hier haben wir rausgehauen. Hier jetzt nochmal die Buffs hier wegmachen. Okay, ja. Galeone ist auch raus. Jetzt können wir das locker runterspielen hier. So Defense. Also wäre da jetzt eine Kina gewesen an der Stelle, hätte ich sofort verloren. Also der aktuell Erster ist hier in der Arena, der hat diese Defense. Das ist halt absoluter Schmutz. Ich habe gar keine Ahnung, was ich dagegen machen muss. Also das ist eine super Defense. Also ich meine, ich würde es nicht anders machen, hätte ich eine Kina.
Gegen Orbias oder Cleaves, diese Defense geht noch voll klar, aber halt mit Kina. Und das zum Thema, Kina ist nicht gut in der Arena, Leute. Die ist hier absolut OP. Der ist nicht ohne Grund hier Erster. Will ich nur mal ganz kurz anmerken. Der ist nicht ohne Grund Erster. Das hat gute Gründe, weil gegen seine Defense, wir haben ihn hier, gegen seine Defense kann ich genau das gleiche Team, was wir gerade gespielt haben. Und er hat genau die gleiche, wirklich punktuell genau die gleiche Defense, außer dass er Kina halt spielt und nicht Cleave, wie der gerade eben. Und von der Power her ist er jetzt auch nicht krasser oder sowas, auf keinen Fall. Wir können genauso reingehen und ich sag euch, das fehlt 1A. Das wird top. Der Neues denkt wahrscheinlich, oh Gott, der greift, also beziehungsweise die, der, was auch immer, was er denkt, greift die ganze Zeit an und verliert. Aber ich glaube, seine Defense-Rate ist extrem. Also ich hatte letzte Woche eine Defense-Rate von, ja, wieder nicht down halt, ne? So, kommt jetzt eh gleich wieder. Bis dahin bin ich, ja, gut, mein Beschwörer ist halt schon dead, ne? Also ist halt schon komplett dead. Und jetzt bin ich halt ausgeschmissen. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann überhaupt nichts mehr machen. Es ist halt, es ist komplett vorbei. Error. Ich bekomme auch kein Monster mehr raus. Also, das Monster wird sofort wiedergeholt. Es wird einfach sofort wiedergeholt. Ich bin auch schon mal mit einer Lichtwaffe reingegangen. Bringt überhaupt nichts, weil Espino halt komplett durch die Defense durchcrasht. Beziehungsweise durch Schilder durchcrasht. Und es bringt halt gar nichts. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Lösung gegen diese Defense. Ich suche immer noch. Ich suche immer noch nach der Lösung. Dover war es jetzt an der Stelle nicht. Ich habe es das erste Mal jetzt mit Dover probiert. Ah, absolut nicht mein Fall. So, Juno gegen Full Water. Hm, aber Juno gut gegen Defense Break zumindest, was Clancing angeht. Okay, gehen wir mal rein. Gleiches Team wie gerade eben. Lassen uns mal nicht irritieren von Noise. Seiner Defense. Das hat natürlich ein schlechtes Bild auf Dover gerückt, aber einfach diese Defense ist einfach verrückt. Ist einfach wirklich verrückt und absolut OP. Absolut OP. So, okay. Aber hier, Dor, wie sieht's denn aus? Wir müssen mal ein bisschen mehr heilen. Ich glaube, ich muss hier mal ganz kurz switchen. Jo, wir müssen switchen, aber zumindest haben wir hier schon die Orb hier draußen. Das ist ganz gut. So, hier können wir mal anwenden. Ist natürlich, wir haben, sind ein bisschen benachteiligt vom Element jetzt her. Aber ist trotzdem kein Akt. Sollten das trotzdem hinbekommen. Gehen wir mal hier drauf. Zack. Okay, schöner Provoke. Hier nochmal angewendet. Aber ich glaube, das war gerade sinnlos. Ich glaube, die hatten gerade aktuell gar keinen Buff. Aber Aria ist gefallen. So muss das sein. So nicht anders. Hier auch nochmal schön den Attack-Buff runtergenommen. Hier auf Espino wechseln. Zack, 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 zack. Bam, bam, bam. Weg Vase, die gute Bastet und der Galeone folgt. In der Defense weiß ich nicht. Stelle ich mir ehrlich gesagt mit dem guten Dover nicht so gut vor. Aber in der Offense, wenn man das so ein bisschen steuern kann, ist es echt nicht verkehrt. Hier auch sowas mit einer, okay, mit einer Juno mit da dabei. Es ist an sich das fast das Gleiche, was wir haben. Nur mit dem ganz kleinen Unterschied, dass wir keinen Galeone haben. Das heißt, wir haben gerade keinen Defense Break. Ja, lass einfach probieren. Lass einfach probieren. Wir gehen mit Galeone rein hier. Wir lassen die Juno jetzt mal beiseite. Und vielleicht kriegen wir aber auch nochmal ein Team, gegen was wir spielen können, wo wir nochmal den Taeor im Einsatz sehen. Echt nicht verkehrt. Mit Taeor im Einsatz ist echt nicht verkehrt. Vor allem, warum hat er, ich wollte schon sagen, hat er keinen Defense Break abbekommen, aber unser Galeone ist gleich down. Sehr schlecht. Hauen wir nochmal einen Defense Break raus. Ganz kurz. So, okay. Die gegnerische Juno ist auch down. Und jetzt ist eigentlich nur noch, aber guckt euch an, wie der 4er Attack Buff. Wir haben einen 4er Attack Buff auf uns, ne? Sag mal, spielen die alle das Gleiche? Der Say spielt auch das Gleiche, aber den greifen wir jetzt mal nicht an. Und zumindest nicht mit Dover, würde ich sagen. Oder können wir hier vielleicht auch gegen Dover, mit Dover spielen? Wir wollen ja mit Dover spielen. Schwierig. Schwierig, möglich natürlich, aber schwierig. Weil man hat schön die Windwaffe, was sehr, sehr gut ist gegen Cleave. Ja? Hier würde ich normalerweise auch komplett wieder entweder so hier reingehen oder so hier reingehen im Normalfall. Aber wir spielen, wie gesagt, mit Kleinhaak plus den Hunter hier zusammen. Und wir gucken einfach mal. Wir machen den Defense Break. Ich glaube, Espino wird als erstes gegen den Taeor vorgehen. Das Problem ist halt wirklich die Orbia. Die Orbia mit der Windwaffe und Say, seine Orbia ist halt extrem stark. Ich gucke ja auch ab und zu mal seinen Stream. Und es ist halt wirklich nicht ohne, muss man wirklich so sagen. Ja, aber unser Monster ist ja auch schon gefallen. Jetzt ist die Hoffnung, dass wir nicht auch sofort sterben. Schauen.
Können wir nochmal drauf? Können wir nochmal drauf? Okay, die ist raus. Alles klar. Jetzt gehen wir auf die Juno, würde ich sagen. Hauen wir auf die Juno drauf. Die hat auch schön Defense Break. Und weg ist er. Weg ist er. Die Defense ist gelegt. Jo, okay, Defense ist gelegt hier von Say. Auch mit Dover. Dover hier wieder schön Espino am Leben gehalten. Ja, also schön wieder hier mit HP, Heilungsmenge. Guckt euch das an. Das ist nicht verkehrt. Ich meine, Say hat gar keinen hier an der Stelle jetzt mit dabei gehabt. Aber Dover hat hier schön wieder dagegen geheilt. Sehr, sehr gut gewesen. Dover hat auch mehr Power gehabt als der Terror oder der Galeone von unserem Gegner. Unser Galeone hat gar nichts gemacht. Ja, der ist ja gleich von uns gegangen. Hat die wilde Arena aktuell offen. Ja, die hat noch offen. Die hat noch offen. Gucken mal, ob wir unsere Monster alle hier geruht haben, die wir hier brauchen zumindest so ein bisschen. Ja, ich glaube, das funktioniert ziemlich gut. Wir haben alles drauf. Okay, zumindest bei den Monstern, wo ich das gerne haben möchte. Das heißt, wir gehen hier mal auf Matching und suchen einfach mal ein Match und hoffen, dass wir so schnell es geht ein Match finden. Und wir haben ein Match gefunden und wollen mit dem kleinen Dover mal gucken, was da so geht. Anschließend wollte ich eigentlich nochmal irgendeinen Dungeon oder so machen und einfach nur mal schauen, wie er dort ist. Darkhan, ah, den kenne ich auch irgendwo her. Darkhan, sehr nett. Sehr, sehr nett. Wir nehmen wieder unsere Dark-Waffe. Habe auch überlegt, ob ich die Wasserwaffe mal verwende. Er nimmt die Windwaffe. Wirklich jetzt? Das kann. Tut mir das doch nicht an. Wie geht hier voll die Idee eigentlich? Naja, gut, nicht ganz. Wir haben einen kleinen Hagmet und Galeone ist an sich auch ein Tank. Ja, also wir sind nicht. Aber wir haben sehr wenig Heal dabei. So, nehmen wir raus. Den Argen habe ich nämlich keinen Bock drauf. Ich habe eigentlich auch keinen Bock auf die Juno. Bin ich ehrlich. Ich habe auch keinen Bock auf den Tesarion. Aber ich entscheide mich mal für den Argen und je nachdem, was er jetzt rausnimmt, probieren wir als erstes den Tesarion hier zu snipen. Das heißt, den Tesarion gleich aus dem Bild zu schießen. Wenn das funktioniert, haben wir gute Chancen. Wenn das nicht funktioniert, haben wir nicht so gute Chancen, leider. So, okay, haben wir gemacht. Sehr, sehr stark. So, jetzt gehen wir weiter, würde ich sagen, auf den Cleef. Aber Cleef, der tankt aber auch weg. Der Cleef, der tankt weg. Ich glaube, wir gehen doch nicht auf den Cleef. Wir gehen erstmal auf die Juno an der Stelle. Ja, hat den Regen hier angewendet, aber die Skills nicht blockiert. Warum nicht die Skills blockieren? Ah, hier nochmal drauf. Auf die Juno. Okay, Juno ist auch raus. Juno ist auch aus dem Bild. Ich glaube, er hat unsere Lichtwaffe. Unsere Lichtwaffe ist ja blockiert, ne? Ah, verdammt. Sonst hätte ich jetzt noch schnell auf die Lichtwaffe wechseln können. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ich habe mich hier mal für das Nest für die Spinnenkönigin entschieden. Und bei der Spinnenkönigin werden wir mit einem recht standardmäßigen Team spielen. Das heißt Naomi, Argen. Normalerweise spielt man noch mit einer Bastet oder einem Galeone zusammen oder sowas. Und somit hat man dann auch eigentlich so ein Speed-Team, was man nutzen kann. Man könnte auch eine Helea noch mit reinnehmen oder so. Und dann kann man die Spinne recht schnell legen. Wir werden heute aber mal Dover mit reinnehmen. Falls ihr vielleicht keine Bastet habt, habt ihr zumindest einen kleinen Attack-Buff. Obwohl ich denke, dass der Attack-Buff unser Cleef hier bekommen wird, weil unser Cleef ja der Tank ist, der die ganze Zeit HP verliert. Und somit wird er diese kontinuierliche Heilung ständig bekommen. Also gehen wir einfach mal rein und gucken mal, wie das, sag ich mal, gegen die Spinnkönigin hier läuft. Ich werde auf Automodus spielen, hier bei der Spinnkönigin, ja, um das richtig natürlich euch hier zu zeigen. Und gehen wir rein. Der Defense Break ist drauf, die ganzen Debuffs sind drauf, das ist sehr, sehr gut. Zumindest für unseren Argen und für die Naomi ist das sehr gut. Und ja, wir bekommen hier die ganze Zeit die kontinuierliche Heilung, das, was ich gesagt habe zu euch, weil wir halt unter einem bestimmten HP-Bereich waren und halt mein Cleef auch nicht unbedingt wenig Attack hat. Aber ihr seht, er stackt sich immer weiter hoch. Er hat jetzt schon drei Stacks hier kontinuierliche Heilung bekommen, was echt nicht verkehrt ist. Und somit sind unsere Monster eigentlich Full HP rausgegangen oder zumindest mit 4 HP rausgegangen. Und unser Cleef hat das Ganze auch super überlebt. Allgemein finde ich natürlich Dungeons mit Cleef recht einfach. Mit den anderen Beschwörern ist es ein bisschen komplexer, vor allem beim Drehendrüsenhöhle. Da möchte ich nämlich auch mit euch hier reingehen. Mit dem Dover. Vergessen Tempel der Erde fühle ich nicht so ganz. Ne? Mit Dover auch Labor des Wahnsinns. Mit Cleef fühle ich nicht so ganz. Mit einer Orbia, also hättet ihr hier eine Orbia, könnte ich mir dieses Team ja auch gut vorstellen. Standardteam wäre hier mit Bastet. Das wäre so ein typischer Speedrun. Wenn man halt eine Orbia hat, die halt auch strippen kann. Aber Cleef kann das Ganze nicht. Deswegen fühle ich das
jetzt hier nicht, aber in der Jane-Drüsenhöhle könnte man hier auch nochmal umbauen. Könnte die Sekhmet, den Argen und Dover mit reinnehmen. Und da kommen wir auch gleich dazu. Ich habe zwar noch kein Dungeon-Video, aber ich möchte euch hier einen kleinen Tipp mitgeben. Und zwar, wenn ihr auf Automode spielt und mit einer Sekhmet hier, dann linkt den zweiten Skill, das heißt den Strip, nehmt diesen Follow-Modus hier raus, so dass eure Monster normalerweise, ja, auch hier ausweichen. Denn zumindest zwei haben es ja gemacht. Die machen es nicht, ja. Gut, Dover bleibt halt mitten da drinnen stehen, verliert aber komischerweise einfach keinen HP. Und Sekhmet strippt dann die ganze Zeit. Die ist gleich wieder ready. Die macht jetzt gleich wieder ihren Strip. Zack, ist das alles wieder weg. Der Attack-Buff ist weg. Jetzt hat er natürlich wieder den 10er Attack-Buff drauf. Aber somit liegt er. Ihr habt auch gesehen, wir haben Full HP. Also das läuft ganz gut hier mit diesem Team. Würde ich meinen, was haben wir hier bekommen? Ja, natürlich. Das sind die zwei Runen, die wir definitiv brauchen. Rest und ACC. Besten Runen. Gehen wir einfach mal mit dem Team hier rein. Das heißt, wir starten hier mal durch mit Helea und dem kleinen Dover. Das heißt, wir haben 3-Sterne-Monster mit dabei. 4-Sterne-Monster plus ihn hier. Ich habe halt kein Theomas oder so. Ich kann das Ganze halt nicht mit Theomas vormachen. Ihr könnt das Ganze aber auch mit Theomas, mit einem Tessarion, mit einem beliebigen DD machen, der vielleicht entweder Elementvorteil hat oder Element elementneutral ist. Mit einem Argen persönlich fühle ich diesen Dungeon hier nicht. Klar, in einer gewissen Kombination geht das auch, ja, und wenn der Argen auch schon ordentlich Damage fährt, geht das. Aber wir waren hier ziemlich schnell unterwegs, ja. Die Helea, die liegt zwar flach, das ist überhaupt nicht schlimm. Die hat ihren Defense Break gemacht und die hat ihr Branding gemacht, das hat sie alles erfüllt. Dover hat auch überlebt. Immerhin, also das würde auch funktionieren, dieses Team. Mit einer gewissen Power geht das hier. Aber ich muss trotzdem sagen, ich wollte euch das hier nur mal ganz kurz zeigen, die Dungeons. Aber ich fühle Dover in den Dungeons nicht. Da kann man auch einfach eine Bassette spielen oder einen Healer oder eine Chloe oder weiß ich nicht, irgendwas, was euch auch Heal gibt. Man kann auch mit einem Ariel, der sowieso kontinuierlichen Heal gibt oder sowas, spielen. Dann haben wir zwar keine Beschleunigung auf unserem Beschwörer oder so, aber ja, für Vorführzwecke habe ich es euch mal hier in den Dungeons gezeigt. Ich sehe ihn aber jetzt persönlich nicht im PvE-Bereich so richtig. Abgesehen vielleicht irgendwann mal im Galagos, ja, da könnte man ihn definitiv auch nutzen. Wäre auch eine Variante. Aber hier jetzt so in dem aktuellen PvE-Bereich eher nicht. Aber im PvP. Im PvP macht er gut, ein gutes Bild. Macht Sinn, ihn da auch zu bauen. Allgemein, ich mag Hargs, egal welches Element. Also auch der Wasser hat seine Funktion, der Feuer hat seine Funktion, der Dark hat seine Funktion und auch der Wind hat seine Funktion. Die Haarkreie ist nicht schlecht und somit auch der Licht hier nicht verkehrt. Ja, sagt mir euer Feedback für den Haag. Werdet ihr Haag bauen? Werdet ihr ihn nicht bauen? Für den PvP-Bereich? Vielleicht für einen anderen Bereich? Vielleicht habe ich irgendeinen Bereich ja auch komplett vergessen und hier nicht mit aufgezählt, wo der kleine Haag hier gut sein kann. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wir hoffen einfach mal auf dieses Event, dass wir das gratis Monster bekommen und keinen Transmog nur. Ich will es wirklich hoffen. Das wäre sonst ein absoluter Scam für alle, die den Lichttag nicht haben. Und ja, haut rein, viel Spaß und bis zum nächsten Video.